Hallo, ich bin Ipek von der Stadtschule Lorup. Wir sind heute im UKI Athletikum und wir interviewen jetzt gleich Dennis Diekmeier vom HSV und Mannschaftsarzt Dr. Welsch. Los geht's! Hallo, ich bin Nico aus der Stadtteilschule Lorup. Und ich bin Ipek. Sie sind seit dem letzten Jahr Mannschaftsarzt beim HSV. Haben Sie sich beworben oder wurden Sie gefragt? Ich wurde gefragt über einen sogenannten Headhunter. Das sind Leute, die für andere Unternehmen Mitarbeiter suchen und die haben mich gefragt. Dennis, du bist schnell, du fährst gerne schnelle Autos und Achterbahn. Hast du eine Lieblingsachterbahn? Eine Lieblingsachterbahn? Ja, ich mag immer gern was Schnelles, aber eine bestimmte Lieblingsachterbahn habe ich nicht. Du hast bereits 2 Kinder. Möchtest du noch mehr Kinder mit deiner Frau kriegen? Also momentan reichen mir 2, die machen genug Chaos, aber man weiß ja nie, ne? Wie wird man überhaupt Mannschaftsarzt im Profifußball? Letztendlich sollte man dafür einfach selber viel Interesse an Sport haben, an Fußball haben. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite Voraussetzungen mitbringen. In meinem Fall, ich bin jetzt Orthopäde und Unfallchirurg, also letztendlich ein Arzt, der typischerweise Sportverletzungen auch behandelt. Sollte man als Mannschaftsarzt selber mal gut Fußball gespielt haben? Ich habe selber Fußball gespielt, nicht so gut wie die Jungs. Ich denke, es ist wichtig, dass man Fußball gespielt hat und dass man so ein bisschen einfach sich auch in dem Sport auskennt, weil die Verletzungsmuster natürlich sehr spezifisch sind. Dennis, was wurde bei dir gesundheitlich geprüft, bevor der HSV dir einen Vertrag gegeben hat? Alles wird abgecheckt, die Verletzungen, die man vorher hatte, werden besprochen. Dann natürlich zum Beispiel, ich habe Asthma, das wurde auch nochmal gecheckt und ja, so welche Sachen interessiert den natürlich, ne? Aber bei mir war soweit alles in Ordnung und ja, ich wurde dann auch genommen. Darfst du auch zu einem Privatarzt gehen oder darfst du nur zum HSV-Arzt? Ich darf auch zum Privatarzt, aber man spricht das dann ab und sagt, ne, wenn man zu irgendeinem anderen Arzt möchte, keine Ahnung, aber meistens geht man erstmal zu unserem Arzt, das ist der erste Ansprechpartner und dann guckt man weiter. Aber ich fühle mich eigentlich gut aufgehoben und deswegen gehe ich eigentlich immer direkt zu Götz. Vielleicht kann der Doggy mal kurz sagen, ja, wofür das eigentlich ist. Und solche posturalen oder stabilisierenden Geräte sind einfach dafür da, dass du ständig diese Stabilität trainierst. Und auch wenn du zum Beispiel Verletzungen hast, musst du eben schauen, dass du ja. Das sieht ja jetzt schon wackelig aus. Ja, ist so. Behandeln Sie auch mal kleinere Sachen wie Schnupfen oder Fieber? Sagen wir mal, die Arbeit oder die Aufgaben des Mannschaftsarztes sind ja zum Glück nicht nur die richtigen Verletzungen, sondern einfach auch die ganz normalen Erkrankungen. Und da bin ich dann natürlich auch der Ansprechpartner und dann behandle ich natürlich genauso die Kleinigkeiten, die aber ja auch wichtig sind, dass man die in den Griff bekommt. Weil natürlich kann ein Spieler ja nicht nur wegen einer Verletzung, sondern theoretisch auch wegen Schnupfen oder wegen Fieber ausfallen und das wollen wir ja vermeiden. Es kann zum Beispiel auch sein, dass irgendeine Erkrankung sich dann aufs Herz schlägt und so weiter. Also auch da muss man immer vorsichtig sein. Sie sind ja Chirurg, operieren Sie selber die Spieler? Wir machen die Diagnostik und dann wird ihm gerade bei schwereren Verletzungen völlig freigestellt, wer ihn operiert. Also das kann man natürlich dann selber machen, aber viele Spieler gehen dann auch zu anderen Experten und mit denen hat man dann ein Netzwerk, dass natürlich der Spieler auch immer von dem möglichst besten Chirurgen operiert wird. Wir haben auf Facebook gesehen, dass du Akupunkturnadeln am Bein und Fuß hattest. Was ist gut daran? Ja, ich finde Akupunktur sehr gut. Also es hilft immer ganz gut, gerade wenn man Muskelverletzungen hat, mache ich es gerne oder ich habe es früher auch oft gemacht für mein Asthma oder für Allergien. Und es hat mir immer gut getan und deswegen bin ich der Akupunktur auch immer sehr treu geblieben. Herr Dr. Welsch, warum hilft Akupunktur? Die Akupunktur wirkt über sogenannte Meridiane, das sind Körperleitbahnen und man geht, das kommt ja aus der chinesischen Medizin, davon aus, dass eben alles im Körper zusammenhängt und es Körperströme gibt. Und wenn diese Körperströme unterbrochen sind, kann man letztendlich über Reize, die man mit den Akupunkturnadeln setzt, diese Körperströme wieder ins Gleichgewicht bekommen. Welcher Arzt behandelt Sie eigentlich, wenn Sie mal krank sind? Also wir gehen ungern zu anderen Ärzten, sagen wir mal so. Und ich war noch nie ernsthaft krank und ich habe einen guten Zahnarzt hier und sonst behandle ich mich eigentlich selber.
Kannst du selbst entscheiden, wann du wieder spielen kannst, nach Krankheit oder Verletzung? Ich würde gern jetzt schon spielen, aber natürlich man muss auch immer gucken, was man für eine Verletzung hat und wie weit man ist. Und man muss da mal gut im Austausch mit dem Physiotherapeuten sein und auch mit dem Arzt, weil zum Beispiel eine Muskelverletzung, was ich gerade habe, wenn man da zu früh anfängt und dann kann es wieder aufreißen, das ist ja auch mal gefährlich und dann fehlt man noch länger. Deswegen die Kommunikation zwischen Spieler, Arzt und Physiotherapeut ist da sehr wichtig. Wie zufrieden bist du mit deiner Position in der Mannschaft? Ja, ich war früher Stürmer als Kind, aber dann wurde ich immer mal als rechter Verteidiger umgeschult und seitdem mache ich das eigentlich auch sehr gerne und bin zufrieden mit der Position. Haben Sie mehr Entscheidungsrecht bei verletzten Spielern als der Trainer? Der Trainer ist am Ende der, der entscheidet, wobei er natürlich auf meinen Rat ja, sich darauf verlassen muss. Und ich muss mich oder wir als medizinische Abteilung müssen uns darauf verlassen, dass wir einen Trainer haben, der auch gut mit uns zusammenarbeitet. Was verletzte Spieler betrifft, sollte weder der Trainer noch der Arzt eigentlich irgendwas alleine entscheiden. Da kommen natürlich auch noch Athletiktrainer, Reha-Trainer mit rein. Und man entscheidet dann eigentlich in dem gesamten Team. Kontrollieren Sie Doping bei den Spielern? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin dafür zuständig, dass die Spieler keine unerlaubten Substanzen zu sich nehmen. Alles, was ich letztendlich auch in meiner Apotheke und alles, was ich gebe, ist schon mal grundsätzlich erlaubt. Hast du einen Ernährungsplan? Also einen Ernährungsplan habe ich nicht, sage ich mal so, aber ich ernähre mich gut. Viel Nutella und das hilft schon. Vielen Dank fürs Interview. Kommt Junkie und Moritz. Jetzt kommen wir zum Sportexperten-Quiz, dem Schnellquiz. Ihr habt eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, was ihr noch wisst. Wie viele Stadtteile hat Hamburg? A, 7, B, 79, C, 105. Ich würde mal auf 79 tippen. Falsch, 105. Wie heißt Esszimmer auf Englisch? Ja. Dining Room. Richtig. Was ist das Ergebnis aus 5 hoch 3 mal 2? 250. Richtig. Ja. Welche Sportarten gehören zum Triathlon? Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren. Richtig. Ist ein Yard mehr oder weniger als ein Meter? Mehr. Falsch, weniger. Richtig. Ein Yard ist 0,9144 Meter. Buchstabieren Sie mir das Wort Atletico. Athletitium. Was? Was war die schlimmste oder extremste Verletzung, die Sie bis jetzt behandeln mussten? Eine sehr, sagen wir mal, im Fußball sehr schlimme Verletzung war auf jeden Fall, die, weil sie extrem schmerzhaft war, war der Schlüsselbeinbruch jetzt von Louis Holtby im Trainingslager. Sportexperten-Mix. Herr Dr. Welch, welche Sportart kann Sie gar nicht gut? Rhythmische Sportgymnastik, ja, oder Synchronschwimmen kann ich auch relativ schlecht. Sportexperten-Klicks, verratet uns bitte eure oder deine drei Lieblings-Internetseiten und auch, was ihr an ihnen mögt. Man guckt ja mal so die Fußballseiten, Kicker, Transfermarkt und so, ne? Dadurch, dass man viel in dem Thema natürlich auch drin sein möchte. Auch natürlich als allererstes hsv.de. Als zweites sicher Kicker und Transfermarkt ist für mich dann auch immer wichtig, weil da zum Beispiel auch Verletzungen aufgeführt worden sind. Sportexperten-Fix. Dennis, wie schnell war dein schnellster 100-Meter-Lauf? Dadurch, dass ich das letzte Mal 100 Meter auch Zeit gelaufen bin, das war, glaube ich, in der 5. Klasse oder so. Deswegen kann ich keine genaue Zeit sagen. Danke, dass Sie hier bei den Sportexperten mitgemacht haben. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Uns hat richtig Spaß gemacht, euer Sportexperten-Team. Ciao! Hey.